mittlerweile zweiten Vlog hier aus Rheine. Wir haben heute die Nacht, wie gesagt, hier in einem Hotel verbracht. Natürlich war Moritz auch dabei. War, ich sag mal, eine sehr lustige Nacht. Ich habe heute Nacht noch den Vlog von gestern, also für euch von gestern, geschnitten, der, ich glaube, extrem, extrem cool geworden ist. Allerdings so ein paar wenige Cinematics hatte. Lag wahrscheinlich dran, dass ich aus dem Lied so eine Stelle ausgesucht habe, die nur 10 Minuten lang ist. Und ich schneide ja meistens so auf verschiedene Parts von Musik und so weiter. In dem Vlog werde ich auf jeden Fall schauen, dass ich mehr Eindrücke bzw. mehr Cinematics zeige, weil Cinematics eigentlich so ein Vlog immer so ein bisschen aufwerten, so ein bisschen auffrischen, anstatt hier so einfaches Gelaber. Was steht heute an? Wir werden heute erstmal natürlich Lennart abholen. Der wartet nämlich schon in Münster, beziehungsweise den werden wir so gegen 13 Uhr in Münster abholen, weil der ja dann auch dabei ist. Und dann müssen wir mal noch schauen, es hängt alles von Tim ab. Wenn Tim je noch Zeit hat, werden wir heute Abend wahrscheinlich nach Köln fahren und dort uns eine heftige Wohnung oder sowas mieten. Bin ich mal noch unentschlossen, was wir da machen. Aber jetzt holen wir erstmal Lennart ab, beziehungsweise frühstücken erstmal. Ich check mal das Frühstücksbuffet aus. Wir haben jetzt gerade was gefrühstückt, war extrem lecker. Ich hoffe, ihr konntet so ein paar Eindrücke mitnehmen. Wie gesagt, es sah alles mega lecker aus, der Obstsalat war richtig frisch, Müsli und so weiter, war alles on point. Also da gehen auf jeden Fall Props ans Hotel raus. Und Lennart kommt gegen 13 Uhr zum Bahnhof nach Münster, beziehungsweise ist schon unterwegs im Zug. Und wir müssen, ich glaube, so in ein paar Minuten oder wie so eine Stunde, keine Ahnung, hier auch raus. Denn wir müssen Moritz noch heimbringen, beziehungsweise ich fahre, glaube ich, mit Moritz jetzt mit den Heymobilen zu ihm. Wir sind jetzt von unserem Hotel mit den Heymobilen ins Heyhaus gefahren. Es ist irgendwie viel größer, als ich dachte. Ich dachte eigentlich, das wäre maximal so bis hier. Aber das ist geil. Diese Sitzsäcke sind ja mal richtig geil. Dab, 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 dab. Bestellen wir auch direkt drei. Hier sind so laute, so wenn man die Videos von Moritz kennt, das ist geil. Wie so ein Déjà-vu. Yo, direkt Thumbnail gesaved. Alter, übel geil. Ich feiere das gerade irgendwie mega. Ich würde mal sagen, um das Level des Videos komplett hochzubringen, machen wir jetzt erstmal ein Hey House Porn, beziehungsweise ein Hey House Cinematic. Jo, die liegen gerade so perfekt da. Oh mein Spring Gott. Rein. Soll ich mal hier, warte, für den Hey House Porn mache ich auch wieder. Also, wir machen jetzt auf jeden Fall mal ein paar Hey House Cinematics. Und wie gesagt, ich feiere das Zimmer irgendwie voll. Moritz meinte so, ja, das ist voll und aufgeräumt. Ich finde, das geht eigentlich voll nein, klar. Das ist so schlimm als wie gesagt, jetzt gibt es erstmal ein paar Hey House Cinematics. Also ich bin ja wie gesagt hier im Hey House und wer es nicht mitbekommen hat, Moritz hat ja so knapp 150 Colas gekauft und die stehen jetzt hier hinten noch so rum und ich bin ehrlich, ich habe noch nie richtig Cola. What the fuck? Also ich habe zwar, also Cola habe ich klar schon mal irgendwie so mal ein bisschen was getrunken oder so, aber nie so wirklich, egal, keine Ahnung. Ich mach's jetzt. Oh Gott, ich bin gespannt. Das heißt. Das sieht schon mal gut an. Richtig geil an, hört sich das. Das riecht ein bisschen wie Fanta. Fanta? Das ist eine Beleidigung für Cola. Okay. Aber ich will jetzt auch nicht irgendwie. Ich mach's dann übelst mottisch. Ah. Oh, das knistert richtig. Ich probiere es. Warte, warte, noch nicht. Okay. Machst du übelst mottisch? Achtung, gleich, let's go. Oh mein Gott. Geil. Was? Alter. Eigentlich für Leute, die als erstes mal Cola probieren, finden das richtig kacke. Boah, das ist ja mal voll geil. Digga, du hast ein paar, hast du noch hinten stehen? Ja, also ich würde mal sagen, die sind gesaved. Ich bin jetzt hier alleine nach Münster zum Bahnhof gefahren, weil Moritz bei sich zu Hause noch was erledigen muss und sein Video natürlich auch noch schneiden, das von gestern, was auch recht geil geworden ist. Und Lennart hat mir gerade geschrieben, er kommt um 22 an, es ist 21 und er sollte an Gleis 9 ankommen. Ich bin mal gespannt, wie seine Zugfahrt war. War ja, glaube ich, seine erste so irgendwie alleine. Muss ich direkt mal nach einem Review von ihm fragen. Und ich sehe Gleis 8 schon. Ich laufe jetzt einfach mal vor zum Gleis und hoffe, dass ich da Lennart treffe. Ja, moin! Lennart ist endlich da! Wir sind wieder frei. Wie war die Zugfahrt? Es war gemütlich. Echt jetzt? Chillig. Nice. Alles gut. Hast du auch ein bisschen gearbeitet im Zug? Ja. Mega nice! Die Techschuhe sind wieder vereint, ne? Ja, dann würde ich sagen, geht es erst richtig los mit den Vlogs und wir fahren jetzt erstmal wieder nach Rheine.
Wir sind mittlerweile auch schon wieder in Rheine angekommen. Und Len, was machen wir jetzt? Wir gehen jetzt im Löffel. Löffel. Und zwar wisst ihr, wie wir darauf gekommen sind. Vorne stand so ein ganz großes Schild mit so einem Sonderangebot mit irgendwelchen Wraps. Ey, das sieht gerade voll geil aus von der Belichtung und so, ne? Und da stand ganz groß Kinderecke. Und da dachten wir natürlich, da müssen wir reinfallen. Wenn es ein Bällebad gibt, Junge. Wenn es da ein Bällebad gibt, dann bin ich da erstmal am Start. Wir haben hier lauter Fans am Start. Und wir gehen da jetzt erstmal rein, fooden was und dann natürlich noch ins Bällebad. Tschüss. Let's go. Wir sind jetzt mittlerweile wieder in Rheine und Moritz ist noch dazu gestoßen, beziehungsweise der ist dann auch noch schnell zum Essen mitgekommen. Tim ist natürlich auch wieder am Start und ihr wisst wahrscheinlich schon, wo wir sind, und zwar hier im Nourage. Und es gibt kein Hey, als habe ich gerade gehört. Das ist nicht da, ne. Schade. Ah, du meinst nicht da, nicht da, ich mache dir. Wo hast du? Du hast kein Blau hier. You're up in the sky, okay. Moritz am Boden zerstört. Jetzt ist die Brille noch mehr kaputt. Wir sind jetzt, wie gesagt, hier im Nourage, haben wir gestern schon Eis gegessen. Da habe ich noch gar nicht was dazu gesagt. Das ist übrigens sehr lecker, dieses Schokoeis. Und ich habe gehört, Mr. Liken ist im Mediamarkt. Da werden wir auch gleich mal noch hingucken. Wie gesagt, wir sind jetzt hier erstmal ein bisschen im Nourage. Leute, wir sind jetzt hier unterwegs auf den Heyboards, beziehungsweise einmal auf dem Heymobil und einmal auf unseren Evolveboards. Ich hab einen Anfall! Dann, ups! Machst du? Kann ich bremsen? Mein Gott! Ja, also, mega Fun am Start. Wir fahren jetzt hier erstmal noch ein bisschen durch Rheine und auf irgendeine Burg, die aussehen soll wie in Italien. Ich hab einen Anfall! Also, let's go! Yo, wir sind jetzt hier noch mit den Boards hingefahren. Das ist hier irgendwo so eine extrem nice Burg. Und wir wollten eigentlich noch die Mavic Air testen, beziehungsweise auch mal fliegen lassen, weil wir ja die auch zum Testen da haben. Und Lennart, was ist passiert? Keine Ahnung, war irgendwie so ein Bug. Die Drohne ist leider nicht abgehoben und wir konnten jetzt nicht den schönen Sonnenuntergang filmen. Wir konnten jetzt auch nicht filmen, wie wir da irgendwie entlang fahren. Aber wir haben ja noch ein paar Tage, da können wir auf jeden Fall auch noch ein bisschen was mit der Mavic Air drehen. Da wird vielleicht auch noch ein Video dazu kommen. Und es fängt an zu regnen. Leute, jetzt wird's scheiße. Ich denke, wir fahren jetzt erstmal wieder zurück in unsere Unterkunft, denn da erwartet auch noch was. Denn da wartet auch noch was Littes auf uns. Aber wie gesagt, jetzt fängt's an zu regnen und wir müssen so schnell wie möglich wieder zurück. Aus der Situation, dass wir schnell vor dem Gewitter flüchten mussten, ist jetzt die Situation geworden, dass ich hier einmal auf einem Longboard stehe, beziehungsweise das jetzt hinter mir herziehe, das den Geist aufgegeben hat, beziehungsweise wo der Akku leer ist. Und Lennart steht auf einem Longboard, wo man die Fernbedienung nicht mehr benutzen kann, beziehungsweise der Akku der Fernbedienung leer ist. Wir haben jetzt quasi hier zwei Longboards. Du, was passiert da? Ein Lennart und ein Flo. Sowas passiert aber auch immer nur uns. Immer das ist passiert immer nur uns. Moritz und Tim wurden in der Zwischenzeit von Moritz' Mutter abgeholt, weil das Heymobil auch leer war und dann noch das Longboard von Moritz. Deshalb sind die jetzt schon mal vorgefahren zu Moritz ins Hayhaus und Lennart und ich müssen jetzt eher pushen. Ich ziehe wahrscheinlich ein bisschen jetzt mit einem leeren und einer leeren Fernbedienung zum Hayhaus pushen. Zum Hayhaus pushen. Und da gehen. Da gehen wir jetzt erstmal hin. Nach meiner Matratzenaktion ist die Matratze erfolgreich hier verladen. Lennart schneidet gerade noch seinen Vlog hier drüben und Moritz chillt noch ein bisschen im Bett und schaut YouTube. Das war's jetzt hier mit diesem heutigen Vlog. Wir haben heute einiges erlebt, unter anderem natürlich auch Lennart abgeholt. Eine Menge Spaß mit den Longboards gehabt und so weiter und so fort. Morgen werden wir auch noch was richtig Cooles machen, denn morgen fahren wir wahrscheinlich nach Köln und haben da auch eine echt coole Wohnung. Leider hat jetzt gerade relativ viel nicht geklappt. Also wir hatten zuerst eigentlich eine Wohnung mit Whirlpool und so, wurde uns dann abgesagt. Dann hatten wir jetzt ein anderes Hotel, da sind wir dann zu spät gekommen. Jetzt sind wir aber schließlich in diesem Hotel und haben hier so ein chilliges Doppelzimmer mit irgendwie so drei Betten. Auf jeden Fall nice. Ich werde jetzt auch noch mal ein Video schneiden und dann sage ich vielen Dank fürs Vielen Dank fürs heute Zusehen. Checkt Lennarts Vlog auch ab und checkt natürlich mich auch ab und Moritz auch. Und wir sehen uns morgen wieder. Bis morgen. Ciao. Ich hätte gerade fast die gegenüberliegende Wand eingeschüttet. Also aus deinem eigenen Vlog. Ohne Witz, ne? Wenn man aus deinem eigenen Vlog. Da auf Toilette wie gerade.